Nach seiner Tour im Sommer wollte Peter Maffay der Bühne den Rücken kehren. Jetzt hat er wohl seine Meinung geändert. Mit seiner großen Villa Rock'n'Roll Verwelt-Tour im Sommer will sich Schlagerstar Peter Maffay, 74, aus dem Rampenlicht zurückziehen. Aus Rücksicht auf seine Familie, wie er sagte. Doch offenbar haben er und seine große Liebe Hendrikje, 36, unterschiedliche Vorstellungen vom Ruhestand. Peter Maffays Abschiedstour ist eigentlich kein wirklicher Abschied. Ich verzichte nicht auf Musik und Konzerte, erklärte Peter Maffay jüngst in der deutschen Ausgabe des Playboy. Heißt, er sagt zwar dem Tourneeleben Ade, für Einzelauftritte und Festivals wird er aber auch in Zukunft die Bühne rocken. Die Bühne ist nicht das Einzige, was er rocken wird. Auch ein TV-Auftritt ist angekündigt. In der Vox-Sendung Sing meinen Song wird er einen Gastauftritt haben. Ein Schlag ins Gesicht für Hendrikje. Seit fast 8 Jahren ist sie mit dem umtriebigen Musiker zusammen, seit 2022 sind sie verheiratet. Wie gerne würden sie und ihre Tochter Anouk, 5, mehr Zeit mit ihm verbringen. Meine Familie hat für mich absolute Priorität, ließ er noch vor kurzem verlauten. Nun, es scheint, als hätte er seine Meinung geändert. Wie Hendrikje das findet, scheint ihm egal zu sein. Hoffentlich gefährdet er damit nicht seine 5. Ehe. Peter Maffay über seinen schlimmsten Auftritt, es war erniedrigend. Peter Maffay nimmt Abschied. Zumindest von der Bühne. Nach über 50 Jahren geht der Musiker nun auf große Abschiedstour. Ab Juni können seine Fans ihn das letzte Mal live erleben. Nun sprach er über seinen wohl schlimmsten Auftritt und gelinde gesagt, der war ziemlich niederschmetternd. Es war im Juli 1982, Peter Maffay sollte im Müngersdorfer Stadion in Köln als Vorband der legendäre Rolling Stones auftreten. Vorbands sind in aller Regel dafür da, die Masse schon mal anzuheizen. Doch im Fall von Peter Maffay ging das ordentlich nach hinten los. Peter Maffay, mit Eiern beworfen Ausrufezeichen. Etwa 50.000 Fans warteten an diesem Tag auf die Rolling Stones. Doch als Peter Maffay mit seiner Band die Bühne betrat, geschah etwas, was er nie wieder vergessen wird, er wurde mit Tomaten und Eiern beworfen. Im Playboy-Podcast After Hours sagte er nun: Es flog so alles auf die Bühne, auch Eier. Es war ein Schock. Es war erniedrigend. Peter Maffay, Playboy-Podcast. Was muss das für ein schlimmes Gefühl gewesen sein? Peter Maffay war zu diesem Zeitpunkt der wohl erfolgreichste Musiker des Landes. Auch musikalisch passte er zu den Rolling Stones, aber mit einer solchen Reaktion hat wohl niemand gerechnet. Ich war nervös, wurde verstockt und wütend. Das übertrug sich wohl auf die Zuhörer, sagte er dem Stern. Am Ende spürte ich noch die Lust, uns zu guillotinieren. Plus Peter Maffay teilt weitere schmerzhafte Erinnerung plus. Heute, über 40 Jahre später, kann Peter dem Ganzen tatsächlich etwas Gutes abgewinnen. Ich glaube, wenn wir da nicht ordentlich auf die Mütze gekriegt hätten, wären wir größenwahnsinnig geworden. Der Erfolg gibt ihm recht.